Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute zum allerersten Mal Dämonologist. Und das Ganze spielen der Stevie und ich nicht alleine, sondern wir haben uns diesmal Unterstützung geholt. Und zwar unterstützt uns heute das Couch-Kommando. Couch-Kommando besteht aus Liz und Marlin. Und wir haben die beiden auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt, den Twitch-Account von denen. Schaut ihr gerne mal rein, lasst am besten auch gleich ein Follow da. Und ansonsten wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Viel Spaß. Let's start the game. The Abandoned House. A movie by Martin Kizichi and Steve the Brucker McFracken Hammer Guy. Brucken McFracken, Alter. Schön. So, jetzt erklären wir mal, was hier los ist. Oh Gott, Alter. Ganz kurz. Benny, guck. Hier rechts, ganz rechts, seht ihr, das ist unser Scareness, unsere Angst. Unser Angstlevel. 100% ist top, dann sind wir gut drauf. Und wenn du auf E drückst, dann siehst du den Monitor genauer, der CT. Nennst jetzt mal CT. Das sind unsere, wenn die beiden, die drin sind, können die beiden unterstützen, indem sie das immer beobachten. Ne? Das heißt, ich glaube, wenn man so bei 60-50% ist, sollte man langsam aufpassen. Richtig. Okay. Dann bräuchte man auf jeden Fall schon mal Licht oder irgendetwas, also nicht im Dunkeln rumlaufen. Das daneben sind unsere Kameras. Auf E drücken, dann kann man die Kameraquelle ändern. Guck mal, da rennt er raus, siehst du? Hui. Wir haben jetzt aber nur eine Cam bis jetzt. Aha. Die ist auch so, man kann aber drin, wenn man die Cam glaube ich aufstellt, kann man die da beobachten. Kann man da. Wo ist er? Mach mal einen Moonwalk. So, daneben. Oh, jetzt wird es interessant. Haben wir unsere Aufträge. Und hier ist es in dem Fall, ich lese mal vor. Benutze deine Werkzeuge, um die Art des Geistes zu ermitteln und öffne dein Tablet. J. Das ist ja, das ist J. Um den Geist auszuwählen. Das heißt, wir müssen da, wie bei Phasmophobia, den abhaken, was wir für Dinge haben. Optionale Ziele werden freigeschaltet, wenn jeder in deinem Team den Geist ausgewählt hat. Und das ist Fall Nummer 3271, Freya Mann. Er antwortet dir nur, wenn du alleine bist. Oh, das ist schön. Das ist gut zu wissen. Nu? Aha. Ja. So, alle erstmal so, aha, okay. Und um den Geist zu exorzieren, musst du die fehlenden fünf, da steht noch, um den Geist, also hier sind die Ziele. Du kannst diese Ziele erfüllen und weitere Belohnung erhalten oder du kannst in dein Auto steigen. Moment, ich muss hier mal anklicken. Ach, das geht gar nicht. Ach so, die optionalen Ziele schaltet man das frei. Und das letzte Ziel wäre, um den Geist zu exorzieren, musst du die fehlenden fünf Finger von Freya Mann finden und sie in den Ritualbereich im Keller platzieren. Krass. Aha. Das ist heftig. Aber als erstes müssen wir erstmal rausfinden, was das für ein Geist ist. So, hier drüben haben wir unser Equipment, Freunde. Das machst du mal, ja. War gute Stuff. Damit Liz eine kleine Anlaufkurve hat, irgendwie würde ich sagen, macht Benny und Liz das erste Team und geht rein, um den ersten Beweis zu finden. Oh, ich habe jetzt eine Staffelei genommen, die brauche ich ja gar nicht. Jetzt packst du wieder hin, Bob. Die Staffelei kannst du mit reinnehmen, aber falls der Geist matt malt. Genau. Ach so. Einer von euch ganz links ist der Geistfinder, also der, ne? Ah, der EMF. Genau. Richtig. Okay. Gut, Liz, willst du eher eine Taschenlampe mitnehmen, damit du mehr siehst, oder möchtest du diesen Fingerabdruck-Lämpchen mitnehmen für Fingerabdrücke? Ich würde die UV-Lampe mitnehmen. Okay. Das ist der korrekte Fakt. Ihr könnt drei Sachen mitnehmen, Leute. Ja, dann würde ich die Lampe mitnehmen. Es geht ja darum, einen Beweis zu finden. Genau. Ja. So. Also wir können ja noch mehr mitnehmen. Wenn sie alle gefunden haben, ist ja blöd irgendwie. Nach einem Beweis. Wieso? Dann gibt es ja noch ein optionales Ziel danach. Wir müssen ja dann nicht aufhören. Das stimmt. Witzig wäre ja, wenn beide nur eine Sache bei haben. Ja? Also, okay. Ja, Liz hat jetzt quasi die Schwarzlichtlampe und jetzt müssen beide mit dieser Schwarzlichtlampe los. Nee, aber eine Taschenlampe darf jedes Team, also jedes Team darf eine Taschenlampe wahrscheinlich mitnehmen, oder? Ja. Weil das wäre ja sonst ein bisschen zu heftig. Aber ihr müsst ja den Geist finden, also muss einer von beiden den EMF nehmen. Na gut, dann würde ich noch den EMF einfach noch vorsichtshalber mitnehmen. Und den kannst du anmachen mit linker Maustaste, glaube ich. Ich glaube, da passiert nichts. Und Liz kann ja die Lampe an- und ausmachen. Na komm, Liz, dann gehen wir mal kurz reingucken. Wir gehen gucken. So, viel Spaß. So, das sieht schon mal. Oh Gott, das sieht schön aus. Gehirn. Moment, wir können hier aber ein bisschen raushin, Steve. Das geht ja. Ja, komm, wir gehen mal in den Kofferraum, was bringt. Okay, aber du kennst das Haus schon, ne? Ja. Okay, willst du vorgehen, oder? Okay, ich hab ja Licht.
Ja, ich auch. Ich habe eine Taschenlampe. Was mache ich, wenn der Geist kommt? Du musst ihn weglaufen, ne? Ja, also ja, wir sollten dann wieder rausrennen. Nee, na, wenn der Geist kommt, musst du nicht gleich rausrennen. Okay. Wir also ich glaube. Irgendwo... Ja? Oh, warte mal, wir haben ja Licht. Wir können hier Licht anmachen? Ja. Ja, ja. Ja. Aber ja geil. Mal, ja. Ach, scheiße, ich höre die Sounds ja nicht von denen. Oh Gott. Wow. Da ist irgendwas. Ja, da ist, da war ein Spielkamerad, der ist von links nach rechts ja, wollen wir hinterhergehen? Wir sind da lang gerannt, Alter. Was ja, müssen wir jetzt finden? Wir müssen, glaube ich, erstmal den Raum finden, wo der Geist ist. Und da hier so ein Mannequin nach da gerannt ist, würde ich sagen, wir gehen mal in die Richtung. Jawohl. Und gucken, ob wir ihn hier finden, vielleicht. Also mit der Lampe ist echt nicht viel zu holen, ne? Ja, wir können auch. Du musst gucken an den Wänden überall, wenn du da was Helles siehst, Fingerabdruck oder Handabdruck oder Fußabdruck, dann kannst du raus und auf J. Meistens auch bei Lichtschaltern oder so hast du diese Fingerabdrücke. Also hier haben wir ja einen Lichtschalter zum Beispiel. Aber das ist dann richtig eine Hand, die dargestellt wird. Also jetzt nicht dieses Ach so. Elektrozeichen. Ach so, ganz kurz, Leute, ihr müsst jetzt auf den Multilink klicken, damit ihr seht, was die beiden machen. Ja? So. Ach, guck mal, Liz, es geht noch weiter. Ja. Ja, ja, das ist keine Einraumwohnung. Ach toll, hier geht's ja auch noch. Oh Gott. Was ist denn das für ein Bild? Was ist das denn hier für eine Oma? Da steht Engel. Keine Fingerabdrücke gefunden. Engel. Ja, Engel. Okay. Achso, warte, ich mach einfach noch Bildschirmaufnahme. Engel, okay. Dann können wir umschalten. Hier gibt's eine Werkstatt. Da war ich noch nicht. Hier waren wir noch nicht, Kinder. Oh, hier können wir aber Licht anmachen, das ist gut. Also bei Licht fühle ich mich immer sicher. Sehe ich denn bei Licht auch Fingerabdrücke? Ja. Okay. Aber wie gesagt, meistens bei an Türen, also an Klinken oder an Lichtschaltern. Zumindest war das früher so bei Phasmophobia. Da meine Fresse. Oh, Eishai, Alter. Eishai hat schon erstmal einen schönen Jumpscare hier abgefeuert, ey. Leck mich. Ich hab nichts gehört. Ja, das war auch nur bei uns. Abgefeuert. Das ist okay. Toll, Eishai. Sabotage, Eishai. Das ist wunderbar. Komm, wir gehen wieder zurück, Liz. Oh Gott! Also okay. Ich habe noch keinen Ausschlag, kein nichts gehabt hier. Nee, ich habe auch noch keinen Fingerabdruck gesehen. Na, dann gucken wir mal weiter. Oh, wo bist du hin? Hier. Da. Mach mal Licht an. Oha. Do you want to play with me? Ja. Warum ist denn da ein Ball abgedrückt? Müssen wir? Warte mal, ich probiere mal was aus. Ja. Do you want to play ball with me? Oh. Was? Okay. Was passiert? Der Ball ist da lang gerollt. Oh, Gänsehaut, Alter. Okay, das ist irgendwie ein bisschen spooky auf jeden Fall. Mhm. Oh, so ganz Baby, leicht. Ich muss heute Abend alleine schlafen. Letztes Mal haben wir zusammen geschlafen. Oh Gott, ich hab Ausschlag. Einfach so mach dir einfach Luft mit so einem kleinen Schrei. Kein Problem. Oh. Ich hab EMF-Ausschlag 3. Gut, dann könnt ihr jetzt auf J schon drei. EMF-Ausschlag machen. 4? Nee. Erst wenn er. Fuck you! Du mein Messer haben! Ist er weg? Ja, ist weg. Ich hab Fingerabdrücke! Ich hab Fingerabdruck! Was soll ich machen? Ja, jetzt können wir auf J. Drück mal J. Ja. Und dann kannst du sagen: Leck mich am Arsch! Was machst du denn hier? Lass uns mal erstmal rausgehen. Liz, lass uns. Wir haben ja. Warte, ich kann nicht, wo muss ich da? Na, war ein Geist, Alter! Nochmal, nochmal, ja, Geist, haut ab! Wo müssen wir denn hin? Wir gehen einfach wieder zurück. Versuch mir. Okay. Wir gehen zum Auto. Jetzt sind die Jungs dran. Ich hab mal Weiß gefunden, ihr seid dran. Richtig. Zwei gefunden, ne? Benni hat das EMF5, ne? Nee, war EMF5, ich hab nur 4 gesehen. Mhm. Okay. Also, ich weiß es nicht. Ich war gerade auch ein bisschen in Panik. So. Ja, oh. Eishai, nur per Blitz, weil das ist echt sonst hier mein. Ja, sonst, so, komm, wir gehen zurück zum Auto. Schon psychisch ein bisschen anstrengend. Leck mich. Und mit den Sounds, die dann von euch noch abgespielt werden können, ist das natürlich noch ein bisschen härter, ne? So, Benny ist bei 91% Sanity und Miss Scarlett bei 89. Benny jetzt bei so, 88. Das würde ich jetzt hier regenerieren. Mhm. So, dann brauchst du jetzt mal eine Lampe, Baby, braucht man eine Lampe? Gar keine. Erstmal noch nicht. So, habt ihr alles eingetragen auf eurem Scratchpad? Nee, noch nicht. Noch nicht. Also, wir haben definitiv Fingerabdrücke, ja? Genau, Fingerabdrücke auf jeden Fall.
Gut. EMF 5 kann ich jetzt nicht bestätigen. Dann würde ich das EMF nochmal mitnehmen. Fingerabdrücke, EMF Stufe 5. Es war nur Stufe 4. Genau, es war, glaube ich, nur Stufe 4. Aber wie gesagt, aber das ist okay. So, okay. Du hast eine Taschenlampe dabei? Nee, wir haben keine Taschenlampe, wa? Nee, wir dürfen eine Handy mitnehmen. Ach doch, eine Taschenlampe. Wer nimmt denn die? Du? Nimm ich die, wa? Nimm du sie. Also, ihr könnt auch beide mitnehmen. Ihr könnt hier, ich kann euch auch noch die hier hinschmeißen. Dann hat jeder eine von euch. Ja, die Taschenlampe kann aber dann dürft ihr aber auch nicht das ESP-Bild mitnehmen. Nein, ich die Taschenlampe mitnehmen. Die darfst du nicht aber nicht mitnehmen. Ja, die Taschenlampe kann auch nur zwei Sachen mitnehmen. Ja, okay. Gut. Na, was denn, du? Nimm die Taschenlampe mit und komm. Martin hat die Taschenlampe. Nein, ich brauche da nicht die Rede zum Sprechen, wenn ich so scheiße auf die Taschenlampe. Aber nein, du kannst auch die Taschenlampe anmachen, Martin, genau. Und kannst einfach dann auf das Gerät wechseln. Richtig. Und lässt die Taschenlampe, die leuchtet weiterhin durch. Eine Taschenlampe habt ihr auch bei ihr gehabt. Genau, wir hatten auch eine Taschenlampe dabei. Ach so, okay, hatten wir auch drei Sachen, na gut. Ja. Genau, ich habe eine Taschenlampe EMF und du hattest ja das violette Licht. Sieh, wie bleibt hinter dir. Okay. Du bist ja mit der Taschenlampe, warum bleibst du hinter mir? Nein! Guck mal zur Scheune. Was ist denn da? Will? Da war doch Mann! Mal. Wenn du nochmal an mich rimmelnst! Richtig! Der gerade dein Gebiss gesehen, was so vor mich kam. Ja. Ich weiß, ich hab auch deine Zunge. So, so, also da, wo das Kleid war, hatten wir ja auf jeden Fall schon mal... Was? Hallo? Ja. Hello? Lass uns mal vielleicht erstmal zu dem Kleid hinten gehen, zu dem Brautkleid. Das war, weil da war vorhin der Ausschlag. Oh Gott, warum ist denn die Putze hier so duster? Mach doch einen Lichtschalter an. Habe ich gerade, ist lieb. Oh. Okay. Geht da wieder nichts hier. Halt, hier ist der Ball. Ich will auch Ball spielen, warte mal. Lass den Geisterball in Ruhe. Komm, I wanna play with you. Play with me. Play with me. Okay. Er will nicht nochmal. Aber schön die Türen alle zugemacht. Schön. Oh, ey, Sunshine, Vater, wieso, ey? Aber wie ganz miese Jumpscares los. Zwei auf einmal hier, ey. Hier ist nicht, jetzt woanders hin. Oh Gott. Fies. Weil ich es kann. Ich höre jemand. Hier ist was passiert. Okay, warte mal, wir haben 2er Ausschlag, 3er Ausschlag. Warte, Ruhe! Wo bist du denn? Moment. Hello, Ghost. Hello, Ghost. Hello, are you here? Ha! Also, ich hab hier einen Ast, 3 und 4er Ausschlag. Talk to me. Ja, 4 sind aber. What the fuck? Was? Oh. Ach Mann, das war ein Scheiße, Mann! Das war ein scheiß Jumpscare, Alter! Ihr ja, da wohl aber ein Martin Punkt kriegen, würde ich sagen. Ja, ist ja gut. Alter, das ist so ein Perverser, der geht von links nach rechts im Kopfhörer. Fuck! Oh, der ist fies. Hallo? Er ist weg, ne? Yes, ja. Also ich hab auch nur einen 4er Ausschlag hier bekommen, irgendwie kein 5er. Denn, okay. Nächstes Zimmerchen. Okay, 5er kriegst du wahrscheinlich auch nur, wenn er vor dir steht. Naja, weiß ich nicht. Ey, die Tür ist oh, warte, stopp. 2. Ich hab einen 5er Ausschlag war. Hallo? Okay, raus. Komm, raus. Martin, komm. Warte, der rennt doch aufs Schiff, Junge. Hau ab. Nein, wir müssen cool bleiben. Wisst ihr, wir sind in Isolation. Wir dürfen nicht rennen. Der hört uns, wenn wir rennen. Are you here? Oh Gott. I fuck you. Ich sehe hier einen Scheiß. Mach mal. Kann der mit der Taschenlampe mal vorgehen? Mach doch mal die Taschenlampe an, Mann! Wo geht's denn hier raus? Ich bin hier im Dunkeln, Mann! Nee, wir sind falsch, wir sind in der Küche. Ja, wir müssen ja auch raus, wir haben ja den Beweis, wir haben einen 5er Beweis. Wir haben einen 5er EMF-Ausschlag. Ach so, ihr habt schon einen Beweis. Ja, gerade eben. Hört mir denn irgendjemand zu? Wenn ich hier. 5er Ausschlag! Habt ihr das auch gesagt? Ich hab gesagt, raus! Genau! So, puh. Ja, okay. So, na dann mal Journal auf und 5er EMF-Ausschlag. Ja. Also Beweise, EMF 5. Okay, dann haben wir ja nur noch 4 zur Auswahl. Also was ich schon mal sagen kann ist, dass alles noch möglich ist, bis auf Geisterbox-Antwort. Das heißt, das, was Martin gemacht hat, bringt nichts, weil das würde kein Beweis sein.
Wir haben jetzt nur noch die... Achso, den gibt's ja nicht. Genau, also wenn du den jetzt anhacken würdest, würdest du sehen, da hättest du keinen Geist mehr zur Auswahl. Okay, was fehlt jetzt? Im Prinzip fehlt jetzt entweder Staffelei, Gefriertemperaturen, ESG oder Elektroplasmaflecken. Dann würde ich die Staffelei gleich mal mitnehmen. Okay. Und die musst du denn am, ja, die also musst du in irgendeinen Raum stellen und dann mal gucken. Und, ja, in welchem Raum warten ihr jetzt am Ende? Wart ihr da auch, wo das Kleid war? Wir waren in dem Kleiderraum und wir waren in dem Raum gegenüber des Kleiderraums. Da waren denn fünf. Ah, okay. Weil da in der Nähe müssen wir dann auch gucken, dass wir die Staffelei wahrscheinlich aufbauen, wenn es ähnlich ist wie bei Phasmophobia. Na, dann würden wir jetzt gleich zusammen hingehen. Ich würde mal gucken, was könnte ich denn? Ich könnte ja hier noch, was ist das hier überhaupt? Was ist das für ein Kompass? Was würden wir auch mal? Der sammelt Ektoplasma aus, den siehst genau. Du hier mal auf dein Scratchpad und da siehst du dann die Beschreibung zu dem Kompass. Hallo, ich muss hier durch, okay. Und dann wird wahrscheinlich... Ach, du musst da durchgucken. Ja, ich muss da durchgucken und dann wird irgendwas sichtbar, glaube ich. Ektoplasma. Okay, Ektoplasma. Mhm. Na, dann lass uns doch mal wieder reingehen, Lissay. Und was hast du jetzt in deiner Hand? Ja, das ist ja dieses Elektroplasma-Ding ins Moment. Ach so, was liegt da jetzt noch? Das ist dieses ESG, glaube ich. Genau. Ja. Genau. Wofür das können das? Die Jungs denn mitnehmen. Okay. Wir gucken mal erstmal, ob er ein Bild malt oder ob wir irgendwelche Flecken finden. Nein! Doch. Was, nein? Flecken vom Geist. Ja, genau. Ghost Sperma! Oh Gott. Ah, ich war froh, da eingewichst, weil wir da sind. Guck. Es geht einfach nicht mehr. Die probiert gerade die ganze Zeit Multi-Stream aufzumachen. Achso, ja, das kann sein, wenn sie es übers Handy macht, dass das vielleicht nicht sauber hinhaut. Okay. Was heißt denn, ich hab einen verkniffenen Gesichtsausdruck, Vater? Na sag mal, das ist hier Todesangst, die ich hier durchmache. Das heißt, wir müssen... Machst du deine Taschenlampe nicht mehr? Doch, doch. Siehst du nicht den Lichtstrahl? Ja, das sehe ich. Es scheint die Sonne aus dem Arsch. Ja, so ungefähr. Aber die ist immer hinter mir, verstehst du? Ja. Okay, Benny, also der Ausschlag war tatsächlich eher vor dem Raum, hinten, eher also beim Flur. Ich höre irgendwas rechts. Ich auch. Stell doch einfach mal die Staffelei hier so dazwischen auf, zwischen den beiden Räumen. Vielleicht. Alter, was ist denn jetzt hier? Ja. Hier wirft irgendwer Flaschen um. Ja, das ist Fritz von nebenan. Das finde ich jetzt nicht so. Ist euch mal aufgefallen, dass die Decke. Der ist hinter uns. Ja. What? Wie? Was? Da. Kommt er gleich raus. Pass auf. Wie? Hier? Der war hinter mir, ja. Hallo? Ja, da? Ich habe doch kein Licht mehr hier. Warte mal so. Können wir hier nicht einen Lichtschalter einfach anmachen? Geht das nicht? So, hier. Ja. Oh, okay. Vielleicht auch nicht. Okay. Wenn nicht. Da war die Lichtlampe kaputt. So. Fuck, ey, Mutti. Mutti, ey. Ich muss hier irgendwie dran. Was ist denn passiert? Mutti, die feuern hier ohne Ende Jumpscares ab. Liz, auf unserem Kanal. Geh mal hier zu diesem Altar. Drück mal V, also halt Mutti. V gedrückt und sag mal den Namen, der da steht. Okay, warte. Die heißt Freya Mann, die Alte. Ja, aber da steht doch Victoria. Dann mach mal. Victoria. Secret. Wow. Okay. Schön. Der Altar ist weg. Ach. Weil wir den jetzt benutzt? Fuck mal, you. Benni, ganz kurz. Geh mal bitte nochmal ganz kurz zurück und schau mal nochmal kurz auf die Kommode. Okay, was neben ist das? Neben der Tür. Ja. Kannst du da was aufnehmen? Ja, das sind Karten. Ein Kartenspiel. Wir können Mau Mau spielen. Oder Uno. Was macht man mit den Karten? Ich weiß es nicht. Also soll ich es ausprobieren? Warte. Alter, die Bilder sind schon... Alter, das Bild leuchtet! Ja, die Augen leuchten. Void. Aha. Weiß nicht, ob das so clever ist, jetzt die Tarotkarten hier zu nutzen. Ah! Moon. Was? Was denn? Nicht. Mond. Mhm. Was haben wir hier noch? Wieder Void. Ich weiß nicht, ob ich damit den Geist irgendwie... Hier sind irgendwelche Flecken drauf. Oh. Auf dem Bild. Oh Gott. Ey, Benni, du bist bei 0%. Benni, du bist bei 0% Sanity. Ab, raus da! Oh, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Was, wir müssen raus? Okay. Ich hab keine Tür. Der ist bei 0%, Junge. Okay, komm, lass uns mal gehen. Sanity. Ich hab noch mehr, ich hab noch einen Fingerabdruck gefunden. Ich komm hier nicht raus. Wo muss ich hin? Den haben wir schon. Liz, wo bist du denn? Hier, hinter dir? Hinter dir? Hinter dir? Guck.
Okay. So, wir gehen. Die Tür ist zu! Die Tür ist zugegangen! Dann machst du doch wieder auf! Okay. Genau, immer schön geradeaus zum Ball. Warum hatten denn nur noch 0% der Benny? Das weiß ich nicht. Erzählt habe ich. Naja, weil er wahrscheinlich die Tarotkarten benutzt hat. Genau, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, weil ich irgendjemanden getriggert habe damit. Nee, Liz, zurück, zurück. Ja, oh. Wir müssen da lang. Oh, ich sehe Liz, nicht. Zurück. Genau. Und jetzt nur noch geradeaus. Und dann sind wir. Ja, okay, ich bin weg. Tschüss. Was? Ich habe einen Knurren neben mir gehört, ich bin weg. Mit Verlust. Knurren? Ja, ja. Noch oh Gott. Du bist wirklich auf 0%, Benny. Ja, du bist voll Brain AFK quasi. Komplett. Dann sollte ich vielleicht nicht die Tarotkarten nutzen. Denn hier, viel Spaß ich mit dem Ektoplasma. Ich habe hier Flecken gefunden. Ja, das sind ja Fingerabdrücke. So geil, die haben wir ja schon, die Fingerabdrücke. Du brauchst die Lampe eigentlich gar nicht. Nein, das waren keine Hand. Das ja, waren aber Flecken auf dem. Das ist ja auf, egal. Auf du, dem Gemälde drauf. Das ist auch Wurst. Du musst einfach nur mit diesem Ding irgendwelche Spuren finden. Ob Fingerabdrücke, ob so Ektoplasma-Flecken. Vielleicht meinst du die? Ja, aber die werden ja eigentlich mit diesem Kompass hier unten gemacht. Hast du davon welche jetzt gesehen, Benny? Nee, leider nicht. Dann würde ich die mal nochmal mitnehmen. So? Wartet mal. Wenn ich habe die auf dem Gemälde gesehen und dann ist das Gemälde nach hinten weggeflogen. Hier, ihr könnt auch ein paar Karten mitnehmen, wenn ihr wollt. Ja, schön. Warte mal. Leitfaden. Aber die Staffelei steht jetzt da noch. Ja, da müssten die Jungs jetzt da mal gucken gehen, ob da jetzt ein Bild drauf gemalt wurde. Ja. Kriegliche Questgeister, Beweise, Einführung. Warum habe ich denn 0%? Was ist denn los? Haben wir Pillen? Nee, wir haben keine Pillen. Nee, haben wir nicht. Nee, du musst hier unter Licht stellen, dann kommt es von alleine wieder. Okay. Und schmeißt die Karten weg vielleicht. Ich hab die Karten schon da. Warte mal, so. Wo stand denn nochmal mit dem Kompass, wo man sich angucken kann? Wie der Kompass funktioniert. Du schaust einfach durch und guckst auf den Boden. Und bei Leitfaden war das nicht, sondern war das bei Einführung? Nee, bei Einführung nicht. Da muss es ja bei Leitfaden sein. Genau, Geist, aber genau, Beweise sammeln. Die zweite Seite. Da haben wir Fingerabdrücke. Also wo? Bei Leitfaden? Ektoplasma-Glas. In Asien wurde ein spezielles Glas durch die Verarbeitung von Steinen gewonnen, welcher aus einem von ihrer Regierung versteckten Steinbruch gewonnen wurde. Wir können noch mal gucken, ob wir durch das Glas etwas sehen. Und du nimmst mal hier dieses ominöse Ding da mit. Stromding da? Das Stromding da. Da kann ich ja nichts machen. Das ist ja einfach nur, damit macht man den Geist wohl kurz sichtbar, wenn er vor mir steht oder so. Das ist ja schon mal was. Du hast doch die Lampe, ne? Die schwillen gerade, weil wir haben uns jetzt schon eine Woche nicht mehr gesehen, verstehst du? Dieter wollte uns mal den Typ mit den kleinsten Eiern zeigen. Ja, klein. Aber. Nein, nur wenn Liz da ist. Aber fully loaded, Baby. Schön, dass ihr da seid. Und danke für die Follows. Und lasst doch gerne Benny und Steven Follow da. Die spielen nämlich immer so Horror-Games. Und. Es ist schlimm. Jetzt. Es ist schlimm. Ja. Alter, ist so duster hier drin. Hast du eine Lampe bei? Nein, hab die vergessen. Echt jetzt? Hier sind wir ohne Lampe. Martin, immer fragen, ob er alles dabei hat. Wenn wir zum Einkaufen fahren, weißt du, dann würde er seinen Arsch vergessen. Hol die mal schnell. Wenn ich nicht sagen würde. Warte doch mal jetzt. Hol mal schnell die Lampe. Wir können nicht hier ohne Lampe in so ein scheiß Geisterhaus hier. Hat er die nicht? Hast du die jetzt nicht hier raus? Marlin, oder hast du die einfach nur nicht ausgewählt? Ich hab die. Die hast du doch nicht. Wo komm ich denn hier raus? Hier liegt keine Lampe mehr, Baby. Ach doch, die steht hier. Oh, warte. Natürlich steht sie da. Warte, ich hol die Lampe. Bist du da? Die Taschenlampe bleibt aber nicht an, wenn ich das andere Ding in die Hand nehme. Nee. Nee, weil ich das mit beiden Händen halten muss. Scheiße. Martin, ich möchte nicht ungeduldig sein, aber wo bleibt die verkackte Taschenlampe, Mann? Ich komme. Ich stehe hier im Dustern, Alter. Was macht meine Sanity, Benny? Hör auf, da zu lesen. Mach das alles. Ich muss gerade was. Mach das alles. Ich will meine Sanity sehen. Geh doch, Junge. So. Hört sie doch an. Psst. Sunshine, warum tust du mir das an, ey? Hör auf! Ist das geil. So, ich bin der Meinung, wir finden hier noch Flecken. Liz hat schon ein paar Flecken gefunden. Auf der Staffelei? Nicht wirklich. Auf diesem Bild, was da nach hinten weggeflogen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder da ist. Hier. Wir müssen hier in den Nebenraum noch. Mein Gott. Da, näher. Ja. Und die Jalousie von der Innenhof. Vielleicht kann ich. Gardinen des Grauens, Alter.
Lass uns mal. Freya Mann! Freya Mann! Man. Und die Tür geht von alleine zu. Ja. Warte mal, ich muss mal gucken. So, jetzt kannst du mal mit ihr sprechen. Oder mit ihm. Ich hab ihn gerade gehört. Was ist das für eine Musik? War die im Spiel? Oh, nee, ich hab nicht gehört. Die hat gerade Inna gesprochen. Und wir müssten mal jetzt... Hello? Was ist das laut, Alter? Wieso hab ich denn... Wieso höre ich denn das nicht? Ja, weil du das nicht hörst. Ach so. Also ihr seid alle bei ungefähr 60% Sanity. Oha. Hello, are you here? So, hier ist eine Tür mit dem mit der Aufschrift Dream. Die What the fuck, Alter? Scheiße, schon wieder verloren. Wer war denn? Money! Ich muss mich beherrschen. Was ist das schön? Das Radio ist angegangen, ne? Das ist die Moonlight Sonata. Aber falsch gespielt. Nee. Okay. Ski-Moll, bitte dich. Hört man noch. Baby! Ja! Ich liebe dich! Psst, wir müssen noch hören. Die Leute wollen auch hören. I love you too! Alter, das Bild geht mir so auf den Sack. Komm her. Klick mal hier. Ja, das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass. Oh Gott. Hallo! Vielleicht musst du das vorlesen, was da auf den Bildern steht. Da steht doch immer was drauf auf den Bildern. Anger. Anger. Student your job decision. Ja, aber lest es in Ingame vor. Ja, ja, klar, mach ich ja Ingame. Ja. Ich hab LSD im Blick. Oh, oh. Die Tür ist... Die Schranktür ist aufgegangen und zugegangen. Hast du gesehen? Nee, ich sehe nichts, weil ich hab keine Lampe. Ich muss doch so hingucken, wo ich hingucke, Junge. Warte mal, ich guck mal hier mit dem Glas, ob hier Flächen sind. Psst. Au. Hat er gesagt, das ist just the beginning? Ach ja, der Geist interagiert ja nur, wenn ihr alleine seid. Hello! Ach so, ja. Na, geh mal in den Flur. Nee, nur bei der Box reagiert er alleine. Okay, lass mich mal hier drin. Alle das und ich nicht? Psst. Steve, du bist bei 38%. Oha. Hello! Ja, Martin aber auch. Also wir sind so beide roundabout 40. Martin, die Tür ist zugegangen bei dir gerade. Warte, lass mal. Martin, die Tür ist zugegangen. Ruhe jetzt bitte, Ruhe. Hello? Hello? Martin, ich glaube, du musst das Werkzeug auf den Boden stellen. Meinst du? Ja. Ah, stimmt. Was macht er jetzt? Wenn er kommt, glaube ich, passiert irgendwas. What the fuck? Was. Wo kommt denn die Mucke her? Ich höre keine Mucke. Ich auch nicht. Hörst du das, Benny? Nee. Er nennt es Stevie. Stevie! Ja, ich hört. Das ist schlimm. Ach, wir haben den Beweis jetzt. Das ist, glaube ich, der Beweis, denn. Hä? Pass auf, komm mal rein, mach mal Tür zu. What the? Was da liegt was! Scheiße, ich bin tot! Nein! Oh, dass du dich immer sterben lassen musst. Oh, geh raus! Da kommt da! Stevie, komm raus! Ich komme! Da kommt er nochmal! Aber ihr könnt einen Beweis, glaube ich, machen bei diesem EM-Dings. Oh, die Tür ist zu, die Tür ist zu, die Küchentür ist verschlossen, sie ist zu und... Oh, sie geht aber Gott sei Dank auf. Ja. Ich kann jetzt hinter Stevie hinterher als Reaktion. Ich glaube schon, das Ding... No, fuck! Das Ding hat sich ja gedreht. Oh. Ich kann jetzt als Geist, nur mal für die Leute zur Erklärung... Steve, da kann es nur noch ein Gorio sein. Ich bin wieder am Zelt. Warte, ich kann nur noch Geist ein... Zelt. Warte, jetzt mach ich mal kurz... Alter, ich bin auf 0%. Also es sind die Tarotkarten wirklich. Es sind die Tarotkarten. Okay, hast du die mitgehabt? Ja, und ich hab's so gezogen. Wieso hast du die denn mitgenommen, Junge? Na, Benny hat gesagt, ich soll die nehmen. Nee, ich hab nur gesagt, ich schmeiß die hier hin. Wer die nimmt, ist mir... Wo? Ja, jetzt warte wieder, keiner. Das heißt, die Einzige, die jetzt noch da reingehen kann, bin ich, oder was? Wartet doch mal. Hallo! Ja? Ich habe dieses Ding auf den Boni gestellt und dann habe ich Musik gehört und singen. Das war davor auch schon, bevor du den gestellt hast. Ach so. Ja, aber das ist nicht, richtig lange. Naja, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob der Indikator ist, der auch gezeigt werden soll. Dann muss ich mir mal in dem Leitfaden ankicken, was der macht.
So, warte mal, Leitfaden, ESG. Einige Geister reagieren, reagieren empfindlich auf das elektrostatische Generatorgerät, ESG. Aufgrund der Menge an Energie, die sie benötigen, um sich zu manifestieren, werden sie sich nur sehr kurz zeigen. Wahrscheinlich in einem schwebenden Zustand, aber ja, und das war der über Fall. Dem Gerät. Habe ich gesehen. Ne, ja. es war links, war das über dem Gerät? Ja, auf jeden Fall war das neben dem Gerät. Wenn du ein solches Verhalten beobachtest, schreib es sofort auf. Mach mal. Ist das ESG? Ja, dann ist es ein Gorio. Ja. Genau, habe ich schon eingeloggt. Weil ihr könnt dann sagen, Gorio und dann tippen. Und dann bestätigen. Bestätigen. Ja? Genau. Machen wir das mal. Stimmt, ihr habt recht. Optionale Ziele jetzt. Optionale Ziele sind freischaltet. Schieße ein solides Foto von dem Geist. Können wir nicht? Könnt ihr machen. Wir können aber auch abhauen. Aber ich weiß nicht, wie viel Kohle das dafür. Nee, wir können. Wir haben ja keinen Fotoapparat. Wir haben keinen Fotoapparat, ja. Gut. Nee. Kerze haben wir auch nicht. Nee, finde die sitzende Menschensilhouette mit dem. Das würde noch funktionieren. Da müsste jemand mit diesem Kompass-Ding irgendwie durch die Bude rennen und gucken, ob da man so eine menschliche. Liz, hast du Lust? Ja, natürlich. Aber lass ihn nicht alleine gehen, weil sie kennt sich in dem Haus nicht so aus. Ja, dann ja, weiß ich ja, warte mal, wer hat denn noch mehr Prozente? Oh, warte mal, der Steven. Ja, ach nee, der Steven hat ja auch nur noch 3%. Scheiße. Ja. Warum denn? Stellt euch doch mal unter Licht. Na, wir der stehen Einzige, jetzt, da haben wir die ganze Zeit Licht gestanden. Wie Pflanzen, wie Blümchen. Ja. Aber wir können auch erstmal, weil Martin ist ja jetzt nur ein Geist, wir können ja auch erstmal quasi das so einloggen, weil das müsste ja auch schon mal ein bisschen genau, Kohle geben. Genau, lass uns mal probieren, aber, genau. Und hier, aber wenn wir diese Zusatzaufgaben machen, kriegen wir denn nicht mehr Sachen? Ja, aber lass uns erstmal probieren, was wir denn irgendwie dafür kriegen. Wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre das alles weg, oder was? Ich weiß es nicht. Genau. Deswegen, ja, dann würdest du was. Deswegen, du würdest, glaube ich, nicht so viel Geld bekommen, wenn du stirbst. Also, wenn wir jetzt gehen und der Geist ist richtig, hey, müssten wir halt genauso. Ein bisschen mehr Kohle kriegen, Martin eventuell nicht so viel, weil er gestorben ist. Dann müsst ihr jetzt alle drei zum Auto gehen. Wo ist denn hier ein Auto? Also wollen wir das, soll ich nicht gehen jetzt, nein? Du gehst, nee. Nö. Du gehst jetzt mit zum Auto. Wo ist denn hier ein Auto? Dann einfach an die Beifahrerseite. Ah, okay. Na komm. Das ist ein schöner Impala. Dean Winchester, Alter. So sieht's aus. Carry on my wayward son. There will peace when you are gone. So, und wir haben etwas freischaltet. Ghost Chaser. Ach, bei mir dauert's mal mit, wir haben den richtigen. Bisschen, ja, genau, das kann. Achso, wo bist du denn? Ach, da bist du. So, guck mal, also, wir richtigen haben schon mal die richtige Geisterart gefunden. Dafür haben wir 600 Tacken bekommen. Ich hab nichts bekommen. Nichts.